Ich bekomme öfters E-Mails und Nachrichten von Neulingen im 3D-Druck, die mich fragen, hey Maggie, was ist denn der Unterschied zwischen einem Skirt, Brim und Raft und wozu nutze ich die Dinger? Wenn du wissen willst, warum, dann bleib dran, bis nach dem Intro. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal das Thema Skirt, Brim und Raft an. Ich habe dazu, wie schon gesagt, ein paar E-Mails bekommen und auch ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die gerade erst mit dem Hobby angefangen haben und die kratzen sich manchmal so ein bisschen am Kopf, wenn sie diese Begriffe hören. Und ich dachte mir, okay, das ist die Gelegenheit, ich mache einfach mal ein Video drüber. Einen Beitrag dazu findet ihr natürlich auch auf der Webseite, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt. Und wir starten direkt rein mit dem Skirt. Und ihr seht, ich habe hier schon was ausgedruckt. Das ist ein Objekt, was im nächsten Video kommt oder im übernächsten Video. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, bleibt dran. Ich habe es extra draufgelassen auf der Druckplatte, damit ich euch zeigen kann, was ein Skirt ist. Das haben nämlich auch ein paar gefragt. Und zwar ist es ganz einfach diese eine Linie, die hier um das Druckobjekt entsprechend zu sehen ist. Warum braucht man die jetzt unbedingt? Naja, aus mehrererlei Gründen. Zum einen sieht man, ob der Drucker richtig gelevelt ist. Das heißt also, ob die Druckbetthaftung ordentlich ist. Wenn das nicht der Fall ist und sich hier schon der Druck löst, dann kann man den entweder gleich abbrechen oder man dreht noch mal ein bisschen am Rädchen nach. Beim Prusa oder beim Voron und Co. wird das ein bisschen schwierig, weil wenn die das nicht gerafft haben, dann ist meist irgendwas anderes im Argen falsch. Aber beim Ender 3 zum Beispiel mal kann man dann unten noch mal schnell an den Rädchen nachdrehen. Mache ich auch ganz gerne mal. Wobei ich sage, okay, wenn dann der Druck fertig ist und geglückt ist, dann gehe ich meistens hin und stelle den Drucker nochmal neu ein, weil ich weiß, okay, das, was ich so auf die, naja, Schnelle aus der Hüfte geschossen entsprechend eingestellt habe, meistens nie richtig ist, aber es hat halt gerade geholfen. Normalerweise sollte die Linie, behaupte ich jetzt einfach mal, genauso aussehen wie hier. Nicht zu dick, nicht zu dünn und richtig schön auf dem Druckbett haften. Und man kann natürlich hier entsprechend den Fingernageltest machen und dann müsste die mit so ein etwas Widerstand schon abgehen, die Linie. Das ist auch da meistens das, was man dann wegschmeißt. Hier vorne hat man nochmal so eine Linie, die dann dafür sorgen soll, dass das Ganze natürlich noch, dass die Nozzle geprimed ist. Ich nutze auch nochmal den Skirt dazu entsprechend, dass ich sehe, okay, es ist das richtige Material in der Düse, es hält richtig, die Düse ist clean, es verstopft nicht und der Druck kann eigentlich losgehen. Und wenn das nicht stimmt, Druck abbrechen, neu machen, gucken, dass man den Drucker repariert und ordentlich einstellt. Und jetzt gerade nochmal, wenn wir schon gerade dabei sind, wie gesagt, wer wissen will, was es ist, abonniert den Kanal, gibt's im nächsten Video. Das kann euch natürlich auch sehr helfen, bei den Druckeinstellungen zu wissen, was ihr da einstellen könnt, müsst und solltet. Prusa Slicer bietet euch dort ein paar verschiedene Möglichkeiten an. Zum einen die Anzahl der Umkreisungen. Das heißt also, wenn ihr sagen wollt, okay, ich würde gerne jetzt irgendwie 2, 3 Umrandungen haben, damit ich wirklich sicher sein kann, dass da genug Material aus der Düse rauskommt und mir die Düse nicht mehr verstopft, dann ist das die Einstellungsmöglichkeit, die ihr sucht. Dann könnt ihr natürlich auch die Schichthöhe einstellen, dass ihr sagen könnt, okay, ich möchte, dass das Ganze so viele Schichten in die Höhe gedruckt wird. Da kommen wir gleich nochmal zu, wo uns das weiterhelfen könnte, nämlich beim Brim. Und dann könnt ihr natürlich noch den Abstand regulieren und da muss ich sagen, das finde ich ein sehr nützliches Feature, denn das habe ich jetzt gerade beim letzten Druckprojekt entsprechend gebrauchen können. Da war nämlich das Druckobjekt so groß, dass es schon fast nicht mehr auf den Prusa oder auf den Voron gepasst hat. Im Super Slicer gibt es das Setting übrigens auch. Und dort konnte ich dann entsprechend den Abstand zum Druckobjekt so weit verringern, dass es dann nicht mehr über die Druckplatte hinausging. Ist also sehr nützlich, wenn ihr große Objekte drucken müsst und dann entsprechend dort ein bisschen Platz einsparen wolltet, finde ich mega gut. Im Cura Slicer sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dort geht ihr auf die Druckeinstellung unter dem Punkt Build Blade Adhesion, also Druckbetthaftung. Dort könnt ihr dann auswählen über einen Dropdown, ob es ein Skirt, Brim oder Raft werden soll. Und dann könnt ihr unter Skirt die Länge einstellen. Das heißt also ähnlich wie beim Prusa Slicer, dass ihr sagt, okay, die Anzahl der Schichten bestimmt ihr das Ganze jetzt im Cura Slicer über die Länge. Wer Probleme mit Warping bei seinen 3D-Drucken hat, sollte mal einen Blick auf den Brim werfen. Diese Einstellung ist besonders nützlich. Sie ist im Prinzip eine Erweiterung der ersten Druckschicht um das Druckobjekt herum. Das bedeutet, wie jetzt hier bei diesem Makerbot, ich habe jetzt hier einen Brim eingestellt. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 10 Linien. Das ist schon ziemlich viel entsprechend um das Druckobjekt herum eingestellt. Das heißt, das normale Druckobjekt, die Auflagefläche, wird um 10 Linien erweitert.
Und einstellen kann man das Ganze auch sehr einfach, zeige ich euch gleich, ist gar kein Problem. Wozu braucht man jetzt einen Brim? Ganz einfach, wie schon gesagt, wenn man Warping-Probleme hat, dann kann man dafür sorgen, dass damit die Ecken unten bleiben, weil dann einfach die Spannung von dem Objekt auf mehr Fläche verteilt wird und dadurch das ganze Druckobjekt besser haftet. Man kann es natürlich aber auch nutzen, wie ich jetzt hier, wenn man ängstlich ist, so wie ich, und entsprechend den Support ein bisschen stützen möchte. Also wenn man schon mal hatte, dass man ein großes Druckobjekt hatte, zum Beispiel ein Helm oder irgendwas in der Richtung, und dort große Stützobjekte lange im Freien stehen, bis sie überhaupt ans Druckobjekt rankommen. Und es kann natürlich passieren, dass diese Stützobjekte dann irgendwann mal umkippen, bevor sie überhaupt ans Druckobjekt rankommen. Damit das nicht passiert, damit die Haftung besser ist, kann man sich natürlich dafür auch einen Brim einstellen. Einstellen kann man das Ganze in den Druckereinstellungen im Brusa Slicer unter Schichten und Umfänge, genau dort, wo man den Skirt einstellt. Dort kann man dann nämlich entsprechend statt auf ein oder zwei Umrandungen entsprechend auf 6 bis 10 gehen und dann einfach den Abstand zum Druckobjekt auf 0 ändern und voilà, schon hat man einen Brim. Wenn man jetzt noch das Ganze ein bisschen verstärken möchte, kann man die Schichthöhe anpassen, das heißt also 2 oder 3 Schichten draus machen und dann hat man natürlich noch mal ein bisschen bessere Haftung. Damit habe ich dann auch meine ABS-Drucke, die ganz zickig waren, am Druckbett festgeklebt. Im Cura Slicer ist das Ganze mal wieder unter den Buildplate Adhesion Settings und dort könnt ihr einfach Brim auswählen und dort verschiedene Einstellungen vornehmen, genau wie im Prusa Slicer auch. Last but not least gibt es in unserem Trio noch den Raft. Zu Deutsch Floß. Ich nenne es gerne Fundament, weil es eigentlich nichts anderes ist. Wenn man sich jetzt mal auf diesem Mecobot das Druckmuster vom Raft anschaut und dann das Ganze, ich reiß mal hier den Kopf ab, hier entsprechend den Brim anschaut, dann merkt man ganz schnell, dass der Brim in Außenbahnen um das Druckobjekt, die immer enger werden, fließt und der Raft ganz normal wie jede andere Schicht in einem Druckobjekt, egal ob Top oder Bottom, entsprechend gedruckt ist. Das heißt also, kein Unterschied. Der Grund, warum man einen Raft braucht, ist ganz einfach. Man hat ein Druckobjekt wie jetzt diesen Makerboard, der wirklich an einer kleinen Stelle nur am Druckbett entsprechend aufliegt. Klar, der Support sorgt dafür, dass er nicht hin und her wiegelt, aber der Raft kann dafür sorgen, dass das Ganze noch wirklich stabil auf dem Druckbett haftet. Heißt also, Druckbetthaftung, mal wieder. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein Druckobjekt, was extrem biestig ist beim Drucken und egal wie immer warpt, dann ist natürlich der Raft auch das Mittel der Wahl, weil man dadurch natürlich auch dann den Support auf dem Druckbett entsprechend vergrößern kann. Man kann natürlich dafür sorgen, dass man den Raft entsprechend groß macht und dann dort die ersten Schichten warpen. Man hat quasi jede Menge Möglichkeiten. Wofür ich es aber auch noch gerne nutze, ist ganz einfach für den Support. Denn der Support gerade bei großen Objekten wie zum Beispiel ein Helm oder einer großen Figur kann oft lange im Freien stehen, bis es überhaupt mal irgendwann ab einer gewissen Schicht mit dem Druckobjekt in Berührung kommt. Und bis das der Fall ist, kann es passieren, dass der Support umkippt, wenn er nicht richtig mit dem Druckbett verhaftet ist. Und damit das nicht passiert, kann man das Ganze auf einen Raft drucken. Dann hat man auf jeden Fall ein Fundament, weil PLA haftet auf PLA besser, ABS haftet auf ABS besser. Die Geeks unter euch kennen das, die alteingesessenen Hasen, die wissen, okay, Aceton mit ABS auf die Druckplatte schmieren, dann hat man ABS auf der Platte und das hält besser. Und ähnlich passiert es hier auch. Man hat natürlich im gleichen Material Schicht auf Schicht entsprechend einen Haftgrund, der mit dem Druckbett verbunden ist und dadurch hat man mehr Chancen, dass das Druckobjekt besser auf dem Druckbett hält. Und das ist natürlich super. Und genau das wollen wir, genau dafür sind diese Hilfsmittel da. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte ein Like da. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tritt doch bitte der Makorama Family bei und drück den Abo-Button. Du kannst ja mal unten in die Kommentare schreiben, welche Farbe der Abo-Button und der Like-Button beim Drücken hat. Würde mich mal tierisch interessieren, weil ich glaube, die können andere Farben haben. In diesem Sinne, hot is a line, happy printing, ciao.